Und zwar, dumm, jetzt muss ich mal eben ganz kurz umdenken. Ich teste mal was. Da haben wir's. Und wir können hier drauf stehen. Ha! So machen wir das. Und ja, jetzt ist halt hier so eine ganz kleine Kante drin. Meine Güte, ich mag das, wenn das so ein bisschen auseinandersticht manchmal. Und ich glaube, so können wir das lösen. Jetzt haben wir noch eine Sache zu tun. Oder mehrere, besser gesagt. Ja. Wir hauen hier noch einen Block ran. Und jetzt müssten wir mal was Spezielleres bauen. Nämlich, können wir das überhaupt schon bauen? Ja, Rolltore. Und wir nehmen noch was anderes mit. Einen Moment, nämlich Sauerstoffflaschen. Oh, jetzt können wir ja hier stehen. Easy. Zack, 100%. Mehr macht ihr auch nicht. Exceeding Capacity. Ja, da ist noch eine Übersetzung nicht korrekt, aber das macht nichts. Da kann man mit leben. So, die Munition ist drin. Hier war ein Frachtcontainer. Da kommt das Sauerstoffgedöns rein, falls wir mal irgendwann was brauchen. Ja. Wir haben jetzt halt nur noch die hintere Kante hier. Ja, da müssen wir uns auch ein bisschen drum kümmern. Und dann sind wir bald fertig. Aber jetzt kommen erstmal die Rolltore dran. Ich weiß nicht, wie viele wir genau brauchen. 221. 331. Ui. Das ist ein bisschen fett, ne? Warte mal, was ist das hier? 3. Oh, nee. Ja, das ist jetzt Kacke. Wir probieren mal was aus, nämlich das hier. Weil jetzt ist nämlich das Loch hier. Ja, das ist doof. Aber er hat immerhin ein Schild hier rangebaut. Ich meine, wir kommen hier sowieso nicht rein. Das ist ja auch gar nicht beabsichtigt. Ja. Ich weiß nicht so recht. Man müsste das irgendwie. Ach, egal. Da ist auch ein Schild hinter, meine Güte. Gut, dann haben wir das auch. Nice. Gut, jetzt haben wir, wie gesagt, hier hinten noch einmal die Kante über. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das noch gelöst bekommen. Ich denke schon. Wir haben. Oh. Ja, genau. Ganzer Block ist ausgewählt. Wir müssen sowieso einmal hier längs gehen. Und hier hinten bin ich dazu geneigt, vielleicht die Kante so erstmal zu lassen. Wir können auf alles über P zugreifen, schreibt der Knight gerade. Warte mal. Ach so, das meinst du. Ja, natürlich, das kann man tun. Aber ich finde das ganz cool, wenn man auch vom Logischen her an die ganzen Gerätschaften noch rankommt. Ja, deswegen habe ich das so gebaut. So, das hat er auch schon übernommen. Perfekt. Dann bräuchte ich mal wieder so eine Ecke hier. Ecken sind cool. So, jetzt geht das Drehchaos wieder los. Mal so. Wie gesagt, so eine kleine Ecke da drinne ist eigentlich ganz nett. Aber hier machen wir das ein bisschen anders, nämlich mit dem hier. Obwohl, jetzt haben wir da vorne ja dann eine Kante, ne? Egal, dann machen wir noch eine Ecke da rein. Mehr Individualität. Und hier kommt dann so eine Rampe dran. Jo, und jetzt haben wir hier im Prinzip die letzte Kante. Und da möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel machen. Entweder nehmen wir diesen Block hier oder den kleineren davon. Ach so. Ah, ich glaube, der hier ist schon in Ordnung. Der ist recht. Ich sage jetzt mal neutral. Weil er halt nicht so eine heftige Schräge hat. Jo, machen wir so. Jetzt bräuchten wir dann nochmal den hier. Und das machen wir dann so. Und hier. Genauso. Ich denke, das kann man so tun. Wir haben jetzt hier oben noch eine. Aua, noch eine Sache zu tun. Dafür brauche ich aber erstmal noch ein paar Blöcke, sehe ich gerade. Haben wir nicht. Ne. Wie immer. Dann machen wir nochmal 10.
Ein bisschen Eisen haben wir ja noch da. Reicht schon im Prinzip. Und zwar machen wir das ganz einfach. Wieder mit dem hier. Müssen wir nochmal kurz drehen. Und dann ergänzen wir das noch mit dem hier. Und dann hätten wir den hinteren Bereich des Schiffs eigentlich an sich fertig. Sieht eigentlich jetzt im Endeffekt gar nicht so schlecht aus. Was mir noch nicht so ganz gefällt, ist der Bereich um die Schubdüsen herum. Aber ich habe ja gesagt, wir brauchen mehr Schub. Und dann sieht das auch gar nicht mehr so schlimm aus. Das bedeutet, wir bräuchten noch ein paar Düsen. Zwei haben wir noch. Fehlten die irgendwo? Nee. Hoch und... nee, links, rechts hatten wir auch. Vorne ist was, ne? Oh, Jetpack ist leer. Nö, alles da. Gut, dann können wir die hier mit reinstopfen. Alles easy. Ach so. Genau. Und dann bräuchten wir halt noch zwei Stück. Das ist auch fertig. Genau, das Ding kann ein bisschen durchballern. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir so einen kleinen Aha-Effekt erzeugen. Bei Tag wäre das cooler, aber wir machen das jetzt einfach mal. Hier auf den Schrägen sieht das ehrlich gesagt nicht ganz so cool aus. Aber wir werden das gleich noch lackieren und dann passt es. So. Du könntest mal ruhig wieder ein Stückchen nach oben fliegen. Wie er immer sein Licht ausmacht hier. So. Aber mit Texturen ist die Welt viel schöner. Das ist bei jedem Spiel, glaube ich, so. Ja, nice. Das ist auf jeden Fall optische Aufwertung vom... Warte mal, vom Feinsten. Mir fällt da gerade ein. Wenn wir jetzt mit der Farbe darüber gehen, ne? Ist die Textur dann noch da? Ah, ja, okay. Ich bin schon beruhigt, ey. Weil das war, glaube ich, mal in der Version so, dass du durch die Farbpistole wieder die Textur entfernt hast. Was dann äußerst nervig war. Aber wie gesagt, es ist ein Early Access Spiel, da kann sowas mal passieren. Aber in dieser Version läuft das ja wunderbar. Dementsprechend kein Problem. So, hier vorne noch. Wir dürfen nichts vergessen. Wobei, ich glaube, das fällt gar nicht auf, wenn man mal was vergisst. Vielleicht sieht das sogar noch gut aus, wenn man mal was vergisst oder so. Keine Ahnung. Aber das hier gibt dem Schiff auf jeden Fall nochmal den Feinschliff. So, und mit der Farbe nachher wird das Ganze dann noch ein bisschen besser aussehen. Man kann auch viele andere Texturen übrigens auswählen. Machen wir vielleicht gleich noch. Aber erstmal möchte ich alles mit dieser Grundtextur versehen und dann können wir gucken, wo man vielleicht irgendwie sinngemäß noch was anderes hinbauen kann. Mal gucken. Achso, was ist eigentlich mit den Düsen? Ja, die sind fertig. Perfekt. Läuft. Haben wir ein bisschen Power. So. Ja, dann verteilen wir weiter unsere Texturen. Und dann können wir die Kiste eigentlich von unten gleich schon mal lackieren. Warte mal kurz. Genau, hier müssen wir auch nochmal drauf. So, einmal hier rüber und einmal da links. So, mal eben schauen, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Und selbst wenn, wie gesagt, das könnte sogar teilweise gut aussehen. Ich glaube, das läuft alles. Hier die Ecken zum Beispiel, ja. Die erwischt man nicht immer. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ah, da hatten wir was vergessen. Ja, keine Ahnung. Eigentlich reicht mir das voll. Gut, dann werden wir das von unten schon mal lackieren. Und eine Sache schon mal vorweg. Ja, gefährliches Ende ist immer rot. Die Scheinwerfer machen wir mit schwarz. Genauso wie das Fahrwerk auch. Oh, kommen wir da noch... Oh, oh. Hehehe. Das ist jetzt ungünstig, ehrlich gesagt. Ah, hier, wir müssen an die Kante. Genau, das ist ein bisschen fummelig, aber
Kriegen wir hin. Hier auch die Kanten nicht vergessen. Achso, das war der Scheinwerfer, das passt schon. Genau, Cockpit auch, wunderbar. Hier noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal stumpf von unten, weil da können wir alles am besten sehen. Und für den Rest lassen wir die Kiste gleich runter. Ja, die Düsen machen wir mit. Und hier, genau. Ja, das ist Millimeterarbeit an der Kante. Aber kein Problem. Natürlich. Macht ihr mal ruhig. Wir lackieren hier fleißig weiter. Aber ich muss halt trotzdem mal gucken. Weil irgendwie vertraue ich den Geschütztürmen nicht. Ich glaube verständlicherweise. So. Hier könnten wir eigentlich auch schon mal was tun. Dass er hier nicht mit dem Spiegelmodus arbeitet, ne? Und hier die Kanten auch. So. Die Düse hatten wir wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Lieber nochmal drüber gehen, passt schon. So, ich denke mal, dass jeden Moment unsere Geschütztürme anfangen rumzuballern. Ach, ist egal. So, hier wo wir es sehen, machen wir das eben. Und da habe ich sogar getroffen. Ja. Ich glaube, von unten haben wir alles. Das sind manchmal so diese kleinen Ecken, die man mal gerne übersieht. Aber das ist dann eigentlich hier auch nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Oh, da ist wieder eine Base-Angriffsdrohne dabei. Doch nicht. Jupp. Das sieht schon cool aus. Jo. Ich mache noch ein paar Sachen mehr, die man jetzt gerade von unten noch sehen kann. Aber ich glaube, zum größten Teil sind wir von unten her erstmal durch. Weil wir müssen ja oben rum auch noch erstmal texturieren. Von hier hinten können wir auch nochmal längs gehen. Ja, die Düsen nochmal kurz mitmachen. Das sind nur so kleine Details bei den Düsen, die sich verändern. Zack, zack. Ja, aber trotzdem, machen wir mit. Warte mal. Wir können die Düsen auch anders färben. Naja, das ist zu knallig. Oh. Dann eher so. Ja doch, dann machen wir das so. Bäh. In Augen. So. Wir haben noch mehr Düsen da dran an der Kiste, glaube ich. Genau, nämlich da. Und hier oben. Und hier nochmal. Und irgendwo... Ne, haben wir alle, ne? Habe ich den schon gemacht? Keine Ahnung. Wir haben die eine Seite mit dem Rückschub vergessen. Aber wie kommt das denn, dass ich eine Düse übrig habe? Keine. Wahrscheinlich, weil irgendwo das Material gefehlt hat. Gut, dann müssen wir noch eine bauen. Zack. Nee. Nein. Wir kommen auch mit einer Rückschubdüse klar. Machen wir dann später. So. Wir lassen die Kiste mal eben runter. Oh. Ach, ich lass mal an, dann sehen wir auch ein bisschen was. Zack. So, weiter mit Texturieren. Hier oben haben wir ja schon ein bisschen angefangen. Haben wir tatsächlich eine Düse vergessen? Also es geht um diese hier.
quasi, die da nicht ist. Ja. Der ist mir die ganze Zeit über nicht aufgefallen. Krass. So, hier das ganze Gedöns natürlich auch. Das sind so Feinheiten halt. Aber das gehört nun mal dazu. Und ich finde, das macht das Ganze auch ein bisschen aus. Ach, so rum war das. Wenn man lackierte Teile mit der Texturierungspistole nochmal bearbeitet, dann... Aber nur welche, die noch keine Textur haben. Ah, okay. Interessant. Man lernt nie aus. So. Ich glaube... Ah, hier noch. Haben wir das hier schon gemacht? Ja, haben wir. Ja gut, dann können wir noch ein bisschen Farbe verteilen, ne? Oh, nicht die. Und irgendwo hier hinten hatten wir auch was, ne? Da. Ach, hier, guck mal an. Und, zack, genau. So rum war das. Ah, halt. Warte mal. Ha, erwischt. So, jetzt zieht hier auch noch Wind auf, oder wie sieht das aus? So, wir werden gleich mal gucken, dass wir halt noch ein paar andere Texturakzente setzen. Ich will erstmal nur die Grundform komplett so fertig machen. Wenn man dann einigermaßen entscheiden kann. Oh. Na gut, egal. Ah gut, jetzt nehmen wir da vielleicht nochmal diese Textur und da vielleicht nochmal die. Und dann werten wir das Ganze noch ein bisschen auf und dann passt das. Ja, innerhalb der Raketenschächte ist auch nicht so schlimm, weil da fehlen ja noch die Raketenwerfer. Und wenn die drinne sind, sieht man die, glaube ich, eh nicht mehr. Ich meine, wir können das zur Not machen, aber ich glaube nicht, dass man davon noch irgendwas sehen wird, wenn die Raketenwerfer da drinne sind. Sind momentan alles so Arbeiten, die wir nicht tun müssten, weil fliegen tut die Kiste. Wir könnten eigentlich direkt loslegen, aber ich gönne mir das einfach. Ach so, das ist nur vom Licht so. Okay. So. Huch, kurzer Lag. Passiert. Da fehlt doch was. Nee. Dann nicht. Sieht manchmal halt so aus, aber ich finde halt diese Random-Textur eigentlich für alle möglichen Dinge ziemlich gut geeignet. Und da werden wir wahrscheinlich auch später viel mitmachen. Hier sieht es zum Beispiel so aus, als wäre da gar nichts. Aber das ist halt trotzdem in irgendeiner Weise texturiert. Ich finde das gut so. So. Ah. So. Gut. Ach ja, genau. Hier oben drauf noch. Und ich glaube, dann sind wir bald fertig. Ich habe die Rakete, die Dingens wieder umlackiert, die Düse. Das sieht man sowieso nicht, weil die Dinger echt äußerst hell sind. So, jetzt haben wir schon mal das. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf das Texturierungswerkzeug und nehmen mal das Ding hier. Und markieren das mal so. Ja, ich glaube, das geht. Und des Weiteren... Ach, wir brauchen wieder Eisen. Ich mache nochmal so ein Kanister fertig. Sofern wir das können. Ja, können wir. Und ich sag schon mal eins, wir werden gleich nicht mit diesem ollen Moped zum Erzvorkommen fliegen. Fliegen vor allem, fahren. Wir werden das Ding hier nehmen. So. Ich werde nochmal eben einmal kurz drüber gucken. Ja.
denke, wir haben's. Wie gesagt, wir müssen nur aufpassen jetzt beim Fliegen, weil wir haben halt nur die eine Rückschubdüse und die zweite fehlt halt. Ups. Ja. Jetpack ist leer. Aber wir können uns nochmal eine Wurst reindrücken hier.